Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Thief Within. Oh je, wir sind immer noch auf diesem unheimlich tollen Bauernhof. Und ja, wir hatten hier zum Glück einen Speicherpunkt. Ich habe immer noch Schiss vor diesem Typ, der da angekettet ist, aber sich wahrscheinlich irgendwann losreißen wird. Ich sag's euch, der wird sich losreißen. Der hier wird verbrannt und zur Not. Wenn uns die Streichhölzer gleich ausgehen, gehen wir nochmal zurück. Da oben in dem Raum war ja noch Zeug. Da war ja auch Munition und alles. Und das können wir, denke ich, gut gebrauchen. Oder ist eine Falle. Die will ich doch entschärfen. Nicht, dass wir da aus Versehen einmal durchlaufen. Okay, da hinten ist ein Kerl. Hoffen, hier kann er uns nicht sehen. Scheinbar dreht er sich auch nicht um, oder? Dreht er sich um? Liegt da eine Bärenfalle hinter dem? Wahrscheinlich dreht er sich genau in dem Moment um, wo ich da hingehe. Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Ist eine Bärenfalle tatsächlich. Oh. Oh! Hoho! Droppt da so eine fette Kiste aus ihm raus. Oh, eine Axt. Ich bezweifle zwar, dass der aufsteht, aber man weiß ja nie. Diese Bärenfalle hat irgendwie gar keinen Schaden gemacht. Kann das sein? Die hat mich nur... Ich habe noch gesagt, liegt da eine Bärenfalle? Und dann dachte ich, da wäre wirklich keine. Toll. Schön. Gut gemacht, Svenja. Gut gemacht. Naja, wir haben ihn ja locker erledigt. Das ist schön. Man weiß bei dem Spiel nie so genau, wo man eigentlich lang gehen muss. Aber man geht einfach mal. So kommt es mir zumindest vor. Beziehungsweise so mache ich das gerade die ganze Zeit. Das steht da so lecker. Nam nam. Oh. Warum ist denn die jetzt kaputt gegangen? Oh, weil ich da rein muss? Weil ich da rein muss. Was ist das hier? Benutzen. Einfach. Ja, ganz tolle Idee, da rauszugehen. Ach du Scheiße. Und warum sieht er uns nicht? Was geht denn hier ab? Wo ist meine Axt hin? Ich will meine Axt wieder haben. Na, ganz klasse. Der andere ist ja schon verbrannt mit der Fackel. Cool. Schön. Warum auch immer die jetzt hier. Noch einer. Toll, eine Flasche. Die wollte ich eigentlich nicht haben. Ey, was ist das hier für ein Haus? Vielleicht hast du nehmen? Ach nee, hier. Oh, verstehe.
Kann ich die nicht verbrennen? Scheiße. Doch. Natürlich! Hurensohn! Stirb! Du bist hässlich! Du bist richtig hässlich! Stirb! Scheiße. Noch einer. Okay. Verbrennen. Verbrennen. Ich möchte da auch nicht durchgucken. Geil. Armbrust. Cool. Zielen, schießen, bla bla bla. Explosivbolzen. Cool. Erstmal V. Na, schön. Ja. Ist ja okay. Scheiße. Brauchen wir ein Medikit. Der Typ, dadurch, dass ich keine Streichhölzer mehr hatte und der Typ wieder aufgestanden ist, das war irgendwie nicht so cool. Leertaste nehmen. Harpun. Wo lag das denn jetzt rum? Weiß auch kein Mensch. Aha! Das steckt hier in der Wand. Ah, der Shotgun-Typ. Wusste ich's doch, dass wir irgendwie noch zu dem kommen. Kontrollpunkt. Supergeil. Supergeil. Verbrenn den Arsch und nimm dir die Shotgun. Hab ich jetzt die Shotgun genommen? Nein, eine Spritze. Oh, dem Himmel sei Dank. Wahrscheinlich habe ich seine Shotgun einfach mit verbrannt gerade. Das wäre nur logisch. Warte, nein, Moment. Macht ja gar keinen Sinn. Und jetzt? Zu dem Tor? Ist hier noch wer? Ich gehe einfach mal. Wir haben ja hier einen Kontrollpunkt. Dann können wir ja noch mal. Ne? Bestimmt reißt sich gleich der Kettensägen-Typ los. Ich sehe es schon kommen. Muss er hier bestimmt irgendwo drehen. Wo ist denn der Doktor hin überhaupt? Der sollte ja auch mal irgendwo sein. Was geben, mit dem man da durchkommt? Eine Kettensäge oder sowas. Nein. Nein. Warum tut ihr mir das an? Oh nein, ich weine gleich. Das ist doch scheiße. Ich werde da hochgehen und werde mir erstmal den ganzen Krempel noch holen, ja. Oh nein, Leute. Echt nicht, nee. Oh, da sind Fallenteile oben drauf. Gerade erst gesehen. Kann ich denn da oben drauf überhaupt drauf gehen? Ja, geil, geht. Nimm mal. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir die bauen können, aber hey. Oh, voll cool gerollt. Hier war doch auch ein Kontrollpunkt, ne? Ihr mich doch alle verarschen. Das ist doch scheiße. Das kann doch nicht sein. Ich will das nicht. Kann ich nicht das Schwein erstechen? Oh, das sind zwei. Die sind voll süß. Ich mag Schweine. Schweine sind toll. Meine Axt? Da ist meine Axt hingekommen. Ich habe Angst. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Nein. Hör mir auf. Echt. Ja, ich weiß, dass da diese scheiß Kettensäge liegt. Oh Mann, ey. Ja,
immer schön. Der rödelt darum. Man, weißt du, dass man den halt von hier dann nicht mit, der Pistole schon treffen kann? Ist doch gemein. So ein paar Schuss. Streichhölzer, immer gut. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen ausgestattet. Und haben zumindest alles, was hier noch so war, mitgenommen. Na, ganz toll, ey. Eine Kettensäge. Weißt du, kannst du das nicht einfach durchprügeln oder so? Was macht der denn da? Oder die? Ist eher eine Frau, ne? Auf geht's. Ich mag die Axt. Die zertrümmert einfach direkt den Kopf von der. Ja, tritt die halt auf. Klar. Da ist ja noch einer. Leute, Leute, Leute. Es geht auf keine Kuhhaut hier, echt. Nee. Jetzt hat der Typ mich auch noch gesehen. Aber der lässt von mir ab, oder was? Nee, der schnappt sich erstmal eine Waffe. Ich muss ja hier gleich rein. Ich warte mal gerade auf den. Okay. Dann mach mal einen deinen Kopf. Nein. Aua. Stirb. Du bist genauso hässlich wie der Typ eben. Und ich werde nicht an dir sterben. Kannst du mal gerade vergessen. Ja? Ja? Danke. Oh, scheiße. Natürlich haben wir jetzt so wenig Leben und müssen zu dem Typ hin. Klasse. Oder? Was ist das? Was war das? Bitte eine Spritze. Natürlich keine Spritze. Okay. Ach. Guck mal an. Hier sind wir. Es schließt sich alles zu einem Kreis. Irgendwie. Hier waren wir schon. Vor zwei Parts. Irgendwann. Dann ging hier so ein komisches Tor runter. Und jetzt? Kann ich hier nicht aufmachen? Ehrlich nicht? Nicht? Na super. Warum habe ich mich jetzt hier draußen lang geschlechtet? Schlachtet? Das ist doch richtig, richtig scheiße gerade. Wir brauchen Leben. Ja, jetzt... Jetzt natürlich wird die Tür hier so langsam, wie es nur möglich ist, aufgemacht. Klar, Kerl, klar. Ich habe das Gefühl, wir werden sowieso gleich sterben. So, was haben wir denn hier? Nicht mal irgendwie... Ach, Streichhölzer. Klasse.
Hä? Ach, hier sind wir. Hä? Hä, wie kann mich denn jetzt einer gesehen haben? Wo war denn da einer? Ich verstehe es gerade nicht. Regenerieren wir gerade Leben? Wir haben gerade Leben regeneriert. What? Und warum ist hier wer? Was ist das denn? Oh mein Gott. Natürlich scheiße, wenn man es im Schrank versteckt. Hier sieht man ja gar nichts. Das Beschissene ist halt, wenn uns einer entdeckt, sind wir wahrscheinlich tot. Da links von uns ist ganz eindeutig einer. Kommt denn auf einmal alle her? Oh shit. Steck dich mal schnell da drunter. So kann ich nämlich wenigstens sehen, wenn die hier langlaufen. Sonst kann ich nämlich gar nichts sehen. Kacke. Ich weiß nicht, wie wir bei dem Typ da, wie wir an diese blöde Kettensäge kommen. Oh, sein Schatten. Hi. Okay, noch einer. So, ich weiß wie wir das machen können. So. Kannst du dein Messer nicht viel öfter einfach im Nahkampf einsetzen? Das wäre doch total cool. Natürlich ist da jetzt nichts mehr drin. Schade. Uns gerade... Ups. Offenbar war das ein Explosivbolzen. Upsi. Okay, gut. Naja, wenigstens, ne? Sind wir nun hier. Hä, wo sind wir denn hier? Warum spawnen wir denn hier? Warum war denn hier ein Speicherpunkt? The fuck? Gerade mal was überlegt. Sprinten. Na klasse. Können wir noch mal... Gehen wir noch mal gerade hier hoch. Und schauen mal, ob da noch Zeug ist. Das könnte ja auch einfach mal wieder spawnen. Das wäre doch klasse. Hopp da. Ja! Kram! Geil! Perfekt. Einmal nachladen. Der eine Schuss ist wichtig. Jetzt da wieder runter. Ich habe gerade mal überlegt, vielleicht kann man da irgendwo das Tor aufkurbeln. Wir haben uns ja unten gar nicht so genau umgesehen. Da war ja auch noch diese eine blöde Bombe da, weißt du, aber wenn wir das jetzt, das kriegen wir niemals entschärft, sage ich euch.
Und von überall spawnen hier neue. Man ist nirgends wirklich mal sicher, wenn man alles geklärt hat. Das ist doch total scheiße. Schön, jetzt spawnt da oben was. Hier unten ist das Kackschwein. Ich verstehe. Oder? Kann ich hier irgendwie rüber? Hallo? Nö, geht nicht. Verstehe nicht, wie man zu dem hinkommt. Oh, da ist die Bombe. Das ist mir ein Rätsel jetzt. Vielleicht, wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben. Ich habe gerade absolut keine Idee. So, schön. Da liegt die Kettensäge. Aber wir kommen da ja nirgends hinten rein. Wir können da drüben ja auch nicht drüber klettern. Das ist verwirrend. Oder müssen wir oben rüberspringen und dann... Nein, das ist ja auch behindert. Naja, ich denke, an dieser Stelle beende ich mal gerade den Part. Wir hören uns dann in der nächsten Folge Let's Play The Evil Within wieder. Bis dann.